Fußball 2000. Wir sind beim SV Sachsenhausen. Weil hier geben die Promis sich die Klinke in die Hand. Toni Kroos war letztens hier, jetzt ist Fußball 2000 hier. Als wir aus dem Auto ausgestiegen sind, hat sich keiner für uns interessiert, komischerweise. Ich habe den Alex hier. Warum war Toni Kroos eigentlich hier? Ja, Toni Kroos war genau vor einer Woche hier, tatsächlich. Und ja, natürlich auch Promo-mäßig, DFB, Heim-EM. Aber unser inklusives Jugendkonzept und unsere, ja, ich sag mal, positive Fehlerkultur, die wir hier vorleben wollen, den Kindern, die jetzt sicherlich auch dazu beigetragen, dass wir da ausgewählt wurden für diesen Besuch. Und war natürlich mega für die Kinder. Also coole Aktion von Toni Kroos auf jeden Fall, weil das wurde auch im Vorfeld gar nicht groß angekündigt. Also einfach mal spontan. Genau. Für die Kinder ist das natürlich überragend. Ja, aber mega, mega. Wir reden heute nicht über Toni Kroos oder die Nationalmannschaft, keine Angst, sondern wir reden mal über die Eintracht-Saison. Ich habe Christopher Michel-Official dabei, Stefan Reich. Ich werde mal so das Eintracht-Gefühl abfragen, was ich die ganze Saison gefühlt übermache. Und wir werden uns mal über Donny van de Beek unterhalten, weil Stefan Reich und ich haben nächtelang telefoniert und uns gefreut, als van de Beek kam. Christopher Michel-Official wird uns da wahrscheinlich in die Realität zurückholen. Schreibt Kommentare, lasst ein Like für den SV Sachsenhausen da, für Toni Kroos, für alle, für mich. Und nächstes Mal, wenn ich aus dem Auto aussteige, will ich, dass da Autogrammjäger sind. Bam, bam. Ja, hi. Zur Länderspielpausen Fußball 2000 Folge. Und letzte Länderspielpause waren wir beide im Bett im Rumors. Jetzt haben wir uns dicht für den Dreier dazugeholt. Und die Frage, die ich damals hatte, stelle ich auch jetzt in der Länderspielpause. Man kann ein bisschen einen Schritt zurückgehen, man schaut sich anderen Fußball an, der einem emotional nicht so viel bedeutet. Deswegen mit ein wenig Abstand zum Dortmund-Spiel. Lieber Christopher, wie ist dein Eintracht-Gefühl gerade? Wenn du an die Eintracht denkst, wie geht's dir dabei? Ich bin generell ein Typ, ich freue mich auf Crunch-Time. Ich freue mich einfach jetzt auf die letzten 8 Wochen, die da noch anstehen. Ich sehe das ja mit der Länderspielpause auch nicht ganz so kritisch wie das Eintracht-Umfeld. Ich bin ja da etwas angefixt, aber ich hoffe auch, dass die Euphorie tatsächlich, die ich da in Lyon so ein bisschen mitbekommen habe, da jetzt rund um Deutschland, dass diese Euphorie vielleicht auch noch mal in den letzten 8 Wochen hier im Eintracht-Umfeld angefixt wird. Klar, das Dortmund-Spiel, das hat man ja auch im Verein gemerkt, das war schon noch mal so ein bisschen so ein Schlag in die Magengrube. Da hat man ja irgendwie schon noch mal eine große Chance auch vergeben. Aber alles in allem, es wären noch mal richtig knackige 8 Wochen. Und ich bin ein Typ, ich freue mich immer auf Saisonendspurt und so auch jetzt rund um die Eintracht. Ja, aber anstatt Dortmund oder Leipzig vielleicht anzugreifen, gilt es jetzt, den FC Augsburg zu verteidigen. Zu distanzieren. Tatsächlich, was bestimmt nicht einfach wird. Stefan, wie ist denn dein Eintrachtgefühl? Ist das ähnlich positiv, schlankmäßig gehypt? Nee, nicht so tatsächlich. Also ich habe nach wie vor irgendwie ein eigenartiges Verhältnis zu dieser Saison. Ich kann es nicht so richtig greifen. Ich finde es sehr zäh alles. Ich bin eigentlich auch Fan von diesen letzten 2 Monaten der Saison. Wenn man das Gefühl hat, jetzt geht es echt um die Preise und jetzt geht es richtig ab. Und das hast du dieses Jahr, wenn wir mal ehrlich sind, aber nicht wirklich. Also, weil irgendwie nach oben ist klar, geht nichts mehr. Die Chance wurde liegen gelassen jetzt im Frühjahr. Nach unten, ich habe jetzt nicht große Sorge, dass der FC Augsburg da nochmal irgendwie durchstartet, weil klar, sie sind jetzt im Flow und so und haben anscheinend einen sehr, sehr guten Trainer. Aber einen sehr guten Mittelfeldspieler mit Christian Jakic. Und das tatsächlich, und einen sehr guten Mittelstürmer auch mit dem Demirovic. Auf jeden Fall habe ich nicht das Gefühl, dass die individuelle Klasse auf Strecke haben, jetzt auf diese letzten 8 Spiele, dass sie diese 5 Punkte nochmal wettmachen können. Also das glaube ich nicht und deswegen habe ich das Gefühl, dass die Saison eigentlich im Großen und Ganzen beendet ist, wenn man so will. Auch wenn das fürchterlich klingt. Das ist Stefan Reichs Definition von Crunch-Time. Ja. Also vorbei, egal. Dicht macht den Laden dicht, egal, abschließend. So. Ja, ich habe tatsächlich das Gefühl, es geht nicht mehr viel nach oben, nach unten. Ich glaube, wir werden in den nächsten 8 Wochen oft in einem ähnlichen Flow hier vor der Kamera stehen, tatsächlich. Auch wenn mir das sehr leid tut für alle da draußen. Oh Gott. Wie ich hier sofort den Stecker ziehe, ne? Bitte bleibt alle noch dran, noch nicht abschalten. Ja, aber so fühlt sich das an. Und so, wenn ich ganz ehrlich bin, fühlt sich die komplette Saison eigentlich schon so an. Und das ärgert mich. Also ich habe Bock auf den Sommer, auf den Transfersommer und dann bin ich eigentlich gedanklich schon in der nächsten Saison. Ich warne ehrlich gesagt davor, weil das Gefühl, was du beschreibst, das nehme ich an vielen Stellen wahr. So, man hatte dieses Gefühl in Dortmund, ja, da ist jetzt vielleicht nochmal so ein bisschen das Bonusprogramm drin, wo man natürlich nicht mit rechnen konnte, aber es wäre möglich gewesen. Da das jetzt nicht der Fall ist, denken alle, ah ja gut, den Platz 6 werden wir schon nicht mehr hergeben. Und ehrlich gesagt warne ich davor, weil das ist das Einzige, worum es jetzt noch geht. Und ich warne auch davor, diesen 6. Platz so ein bisschen zu unterschätzen. Wir sind Eintracht Frankfurt. Ja, natürlich werden wir 6. Ich warne ein bisschen davor, dass man diese Saison
gefühlt einschlafen lässt, obwohl ich es nachvollziehen kann, weil bei mir ist es auch so. Und ich muss mich selber auch immer wieder daran erinnern, ey, die Eintracht ist Sechster und wenn gewisse Faktoren zusammenkommen, heißt das, wir spielen Europa League. Was wesentlich attraktiver ist als Conference League, ja, wofür dieser Platz aktuell noch steht. Und was ja auch gar nicht so unwahrscheinlich ist, dass es ein Europa-League-Platz wird. Ja. So, und ich glaube, also, dass das irgendwie in das Bewusstsein muss. Und ich frage mich, und das habe ich mich die ganze Länderspielpause gefragt, warum das nicht so ist. Hättest du mir irgendwann mal vor 2-3 Jahren gesagt, die Eintracht steht auf Platz 6 mit 5 Punkten Vorsprung auf nicht Platz 6 und kann dadurch in die Europa-League einziehen. Und ich komme hier zur Sendung und habe eigentlich gar keinen Bock, drüber zu sprechen. Dann hätte ich schon gerätselt, was ist da passiert? Und dann frage ich dich mal, was ist da passiert? Weil das ist ja kein exklusives Gefühl von uns beiden, sondern dieses Gefühl herrscht ja irgendwie vor. Und die ganze Saison probieren wir das zu ergründen, aber so richtig kann man es nicht. Hast du die Länderspielpause vielleicht genutzt, um da im Labor Experimente durchzuführen, die das vielleicht erklären können? Weil ich weiß es nicht. Ich will mich ja freuen. Ja. Ich will doch, aber ich kann irgendwie nicht. Jetzt reg ich mich doch wieder auf. Ja, es ist halt Wahnsinn zu sehen, was halt passiert, wenn man jetzt innerhalb von 6 Jahren 5-mal europäisch gespielt hat und wie sowas zur Normalität wird. Dass du wirklich das Gefühl hast, man steht hier seit Wochen und redet drum, als wäre die Eintracht irgendwie 9., 10., 11. Also es zündet nicht an, obwohl die Eintracht Top 6 spielt. Ich meine, der 6. Platz, wie du schon sagst, vor 6 Jahren, da ging es irgendwie darum, die 40 Punkte schnellstmöglich zu erreichen, um die Klasse zu halten. Und jetzt geht es darum, schnellstmöglich die 40 Punkte zu holen, damit du die magische Grenze überschritten hast, um dich wirklich da oben sozusagen festzusetzen und von mehr zu träumen. Und ich glaube, wir müssen da trotzdem mal einen Tick ausholen, wo das ja alles begonnen hat. Und ich finde diese Einordnung, die mag jetzt einige schon zum Einschlafen bringen, aber 2016 standest du halt noch an einem Punkt, wo du fast abgestiegen bist. Und danach hat der Verein in einer Rasanz eine Entwicklung genommen. Und das spüren ja auch andere, wo wir dann mal gesagt haben, ja, guck mal, jetzt die Gladbacher, wenn die das 4., 5. Mal am Stück der in der Europa League waren, war auf einmal das Stadion auch nicht mehr automatisch ausverkauft und die Euphorie in der Stadt vielleicht den ganzen Tag spürbar. Und ich finde, so eine Müdigkeit, und das habe ich jetzt nicht nur ein Gefühl mit euch beiden, sondern auch mit anderen, so eine Müdigkeit spürt man jetzt irgendwie auch so. Der 6. Platz, ah ja komm, das kriegen wir schon hin, weil wir investieren ja auch viel. Wir haben eine ganz gute Mannschaft und das passt alles zusammen. Und das wirkt so wie ein Selbstläufer und davor warne ich auch. Aber die Crunch-Time musst du, und die muss jetzt auch eingeläutet werden von der Eintracht kommunikativ. Also sozusagen, jetzt ist die Länderspielpause übermorgen vorbei. Und ab dann muss aber auch eingeläutet werden vom Verein, Leute, jetzt geht es auch nochmal 8 Wochen darum, dass wir nicht unter diese rote Linie als Eintracht Frankfurt fallen. Weil du brauchst Europa einfach, um auch wieder das Umfeld richtig anzuzünden. Aber da möchte ich einmal, weil ich habe nicht, bei mir ist das jetzt nicht irgendwie, ich fühle mich nicht irgendwie in dieser Saison so ein bisschen verloren, weil ich in den letzten Jahren irgendwie mich daran gewöhnt habe, dass die Eintracht irgendwie erfolgreich ist plötzlich und Europa spielt, Europacup spielt und so weiter und so fort. Das ist gar nicht. Es ist tatsächlich eher, und das hat man ja in den vergangenen Wochen auch oft so, dass diese Diskrepanz irgendwie zwischen der Spielweise, zwischen der Art und Weise, wie Fußball gespielt wird und dem Tabellenplatz, die finde ich schon krass. Das hat sich für mich jetzt überhaupt nicht angefühlt, wie eben so eine Saison, wo du oben irgendwie mitkämpfst, ne? Und es da ein Hauen und Stechen gibt um die Plätze, sondern es ist tatsächlich eher so gefühlt so eine 11. Platz-Saison. Ne? Das ist ja auch was da irgendwie Dino Topmüller dann immer auch zu Recht, auch nicht zu Unrecht, ja, kritisiert hat. Trotzdem ist es so, dass diese Art und Weise, wie der Fußball da jetzt war in den letzten Wochen, mich halt so ein bisschen, es schläfert mich fast ein bisschen ein halt. Ne? Klar will ich, dass hier einfach Europa hier spielt. Ey, hier, ich will auch jedes Jahr, wenn es nach mir geht, jedes Jahr hier einen Titel nehmen. Den SVS Hallencup zum Beispiel. Volksfan. Weißt du? Nein, klar, ich habe da auch Bock drauf. Und so. Jetzt gerade, wo ihr sagt, okay, es geht ja wahrscheinlich tatsächlich um die Europa League und nicht um die Conference League, da hat es irgendwo tief in mir drin, hat einmal kurz was aufgeflackert. So. Aber die Saison an sich ist irgendwie so eine komische Zähe, rein vom Flow rund um diesen Verein, rein um das Spielerische irgendwie, dass ich mich total schwer tue, jetzt auf dieser Endstrecke der Saison irgendwie Feuer zu entfachen. Das muss die Mannschaft machen und das muss der Trainer irgendwie hinbekommen. Und wenn du jetzt gegen Union Berlin an einem Samstag 15:30 oder was, geiles Wetter vielleicht, und dann hast du da, schießt die mal 3-0 aus dem Stadion und zack, vielleicht kommst du in so eine Crunch-Time-Flow, ne? Das will ich gar nicht. Und dann hast du noch ein Heimspiel danach gegen Werder, freitags 20:30, glaube ich, ne? Also das 2 Heimspiele nacheinander, wo du wirklich auch nochmal für so eine Endspurt-Emotionalität sorgen kannst. Da bin ich der Erste, der oben ohne irgendwo auf dem innerlichen Zaun steht. Und da will ich dabei sein, ne? Hier. Ja, ich tue mich auch schwer, weil ich bin eher von der Gefühlslage her bei dir. So, ich probiere es ja auch hier Woche für Woche, wir tauschen uns aus, probieren auch positive Sachen zu beleuchten.
Aber irgendwie fühlt die Saison sich ein bisschen unvollendet an. Weil man schon mit Problemen in diese Saison reingegangen ist. Dann hast du in der Hinrunde das dann irgendwie ganz gut gemacht. Aber du hast auch einige Tiefpunkte gehabt mit dem Ausscheiden gegen Saarbrücken. In der Rückrunde hattest du dann das in der Conference League. Und ein wichtiger Faktor, an den ich die ganze Zeit denken muss, ist auch so ein bisschen eine verpasste Chance im Winter. Diese Saison komplett in Bahn zu leiten, die dann halt vielleicht Richtung Champions League gehen tatsächlich. Weil wir haben es im Vorgespräch angesprochen, es kann sogar sein, dass der fünfte Platz zur Champions League sich qualifizieren lässt und der sechste dann die Euroleague wird und dann geht es immer weiter runter. Und irgendwie waren wir nach diesem Wintertransferfenster richtig erleichtert. Ich erinnere mich an den Redline Day, wir dachten, endlich. Und ich habe dich draußen mal gesagt, ist das jetzt fix, weil wir die Erfahrung hatten im Sommer. Wir waren euphorisiert. Wir waren euphorisiert. Diese Baustellen schienen tatsächlich, sage ich jetzt mal, schienen irgendwie bearbeitet. Und dann kamen diese ersten Spiele, die so ein bisschen den Stecker gezogen haben. Dann wurde mir die ganze Zeit erzählt, ich soll Geduld haben. So, das ist auch so ein bisschen die Erzählung der Saison. Hab Geduld. Und du fragst dich, für was? Ich bin halt ein ungeduldiger Mensch auch. Ja, ich auch. Und ehrlich gesagt, hat es auch eine Grenze, weil wir haben jetzt nur noch 8 Spiele. Jetzt noch von Geduld zu sprechen, finde ich auch ein bisschen merkwürdig, ehrlich gesagt. Weil wie lange soll diese Geduld gehen? Aber um beim Transferwinter zu bleiben, am Ende glaube ich, dass die Eintracht das auch im Winter, bewusst oder unbewusst, können wir gleich diskutieren, mit entschieden hat, dass eben diese Saison nicht mehr eine 5-Sterne-Saison wird, sondern dass man diese Saison dann halt dazu nutzt, okay, wir retten uns jetzt, klingt merkwürdig, aber wir retten uns jetzt in die Euroleague oder zumindest in den europäischen Wettbewerb, weil wir Transfers im Winter tätigen, die dir vielleicht nicht sofort helfen. Ich finde ja eigentlich der Transferwinter, als wir den bewertet haben, sind wir natürlich nicht davon ausgegangen, dass leider Gottes 2 Wochen später bei Sascha Kalajdzic dieses Knie durchknallt. Also man muss ja sagen, Sascha Kalajdzic kam und Sascha Kalajdzic hat eigentlich ziemlich schnell geliefert. Also ich erinnere mich noch nach dem Darmstadt-Spiel, das war sein zweites Spiel, waren alle gehypt über den spielmachenden Wandstürmer. Er hat gegen Saint-Gilloire das Tor gemacht. Er hat super da vorne mit Chaibi und mit Mamouche gewirbelt. Und dann passiert halt diese tragische Verletzung, die halt auf einmal diesem ganzen Transferwinter natürlich eine ganz andere Note verleiht. Weil dann kommt ja das wird dann in die Kettenproblematik. Auf einmal ein Hugo Ekitike, den du als Zukunftsinvest anpreist, den du langsam aufbauen wolltest, körperlich, den musstest du viel früher in dieses kalte Wasser werfen, auch körperlich, wo der noch gar nicht, auf einmal gegen Wolfsburg, der hat ja geackert wie ein Tier, das vergessen die Leute, der hat 17 Zweikämpfe in einem Spiel geführt, der hat geackert und gerackert, alles reingeworfen, aber der war körperlich, das hat ihn eher zurückgeworfen, als dass das den Schritt nach vorne gebracht hat. Bahoya, merkt man jetzt auch, kämpft noch mit diesen leichten körperlichen Problemen. Lass mich mal kurz hier zusammenfassen. Aber das heißt, wir haben mit Hugo Ekitike und Bauja auf jeden Fall 2 Transfers für nicht wenig Geld getätigt, wo man weiß, die helfen dir nicht sofort. Genau. Das ist ja sicher. Das heißt, eigentlich hätten wir damals schon wissen müssen, okay, ein bisschen aus der Euphorie rausrechnen. Weil das sind ja dann eigentlich Sommertransfers. Das sind ja Sommertransfers, weil ganz ehrlich, Eintracht Frankfurt mag vielleicht durch Moani viel Geld haben, aber wenn du im Winter über 10 Millionen für ein französisches Talent Zweitligaspieler rausballast, das ist ja eine Entscheidung, theoretisch gesehen. Das ist eine Entscheidung zu sagen, okay, das ist viel Geld für Eintracht Frankfurt, aber das schießen wir in den Sommer. Und genau diese Geschichte mit Hugo, es ist vielleicht schlecht gelaufen, mit Kalajdzic, aber es ist auch für den Sommer. Es wurden beide als Invest für die Zukunft angepriesen. Das hat halt keiner in dem Moment erstmal gehört. Vielleicht auch nicht hören wollen, aber gerade bei einem Bahoya, einem 18-jährigen Franzosen, fand ich, war das ganz klar eingerechnet. Ich glaube, das größere Problem war wirklich diese ganz schwache körperliche Verfassung von Hugo Ekitike, dass die keinem bekannt war offenbar oder man die nicht so ich glaube, das ist schon ein großes Problem, aber das größte Problem war wirklich, ich sag mal, der Knall im Knie. Ja. In Freiburg, weil ich glaube, diese Rückrunde hätte eine andere Dynamik genommen, wenn dieses Trio, das ich da gerade in Saint-Gilloire gefunden hatte, in dieser ersten halben Stunde, wirklich hätte durchwirbeln können. Ja. Ich glaube, vielleicht wäre jetzt eine andere Stimmung und eine andere Bewertung dieses Transferfensters. Ja. Auf den letzten Namen kommen wir gleich noch gesondert. Ich hab da auch echt ein bisschen Phantomschmerz, ne, weil du so ein bisschen, man sah das tatsächlich so ein bisschen, wie das funktionieren kann. Kalajdzic im Zusammenspiel mit diesen sehr schnellen Offensivspielern um ihn herum, auch also so eine Doppelspitze. In Darmstadt, also wenn du das Gefühl hattest, in Darmstadt hat er das Spiel an sich gerissen. Auch wenn du vorbereitet, auch direkt vorbereitet. Auch wenn du siehst, wie Mamouche vom Afrika-Cup zurückkommt und halt wirklich auf einem super Level ist dann direkt. Ne? Ja. Und halt genau da weitermacht und dieses Knipser-Ding halt weitermacht und so. Wenn du da dann so dir den großen, kopfballstarken, spielmachenden
Bälle festmachenden Sasa Kalajdzic daneben vorstellst, das hätte schon sehr gut klappen können. Das ist leider Gottes halt so gelaufen, wie es jetzt gelaufen ist. Den Baho, ja, muss ich sagen, habe ich nicht eingerechnet für so, also in meine Hype-Rechnung. Weil da schon relativ klar war, wenn er mit 18 aus der zweiten französischen Liga kommt, wo der auch jetzt nicht jedes Spiel 90 Minuten gemacht hat oder so, dann ist das schon einer dieser Eintracht Frankfurt Transfers für die nächsten. Da kann nicht jeder so ein Hugo Larsson sein, der sofort zündet. So, ne? Also den habe ich so rausgerechnet. Und du hast völlig recht, dass in Ekitike natürlich, wenn da so ein Kalajdzic erstmal Stamm spielt, dann bringst du ihn für die letzten 20, 30 Minuten, dann kommt der halt schneller und besser auf so ein Level auch wieder. Dumm gelaufen, muss ich ehrlich sagen. Aber es ist halt auch Pech gewesen. Also das, wenn dieses Kreuzband nicht reißt von Sascha Kalajdzic, dann läuft es deutlich anders. Das ist mir ehrlich gesagt zu einfach. So, mir ist es wirklich zu einfach, weil ich fand, dass man im Sommer, man musste es tun, aber schon ein Risiko eingegangen ist, indem man Muani verkauft hat. So, das war eine sehr wilde Geschichte weiterhin. Ich finde, weiterhin kaderplanungstechnisch ist es eine absolut wilde Geschichte. Die Kommunikation war, wir retten uns in den Winter. Und ehrlich gesagt, habe ich das Gefühl, es ist super gelaufen, aber ich habe da das Gefühl, das war wie so eine lange Reise in den Winter, die wirklich auch anstrengend war, auch als Fan, weil man die ganze Zeit wusste, ey, das fuckt richtig ab, wir schießen keine Tore, wir haben den besten Stürmer verkauft, wir haben jetzt Geld. Und man hat wirklich gewartet, bis man in den Winter kommt. Und ich muss sagen, im Nachhinein finde ich es enttäuschend, was dann im Winter passiert ist. Weil es mir nicht gezeigt hat, dass man diese Saison ernst nimmt in einer Bundesliga, wo wirklich schlechte Mannschaften dabei sind, wo es ein FC Augsburg mit 4 Siegen hintereinander schafft, eine wirklich schlechte Saison fast Richtung Europa zu steuern. Also die kommen ja tatsächlich, wenn Leverkusen im Pokal ist, ist Augsburg in der Conference League. So, also es zeigt mir trotzdem, das habe ich auch schon oft hier gesagt, dass die Bundesliga echt in keinem guten Zustand ist aktuell, auch sportlich gesehen. Und so ein bisschen hat mir gefehlt von der Eintracht, ja, dann gehen wir ein bisschen auf die Gegenwart, weil selbst Sascha Kalajdzic war für mich kein Transfer, wo ich sage, okay, der wird uns safe jetzt helfen und bei dem kann ich mich darauf verlassen, dass der matchfit ist direkt. Und ich finde, dass man im Winter es verpasst hat, einen Spieler zu holen, der direkt da ist. Weil das ist das, worauf ich gewartet habe. Ich habe nicht die ganzen Hinrunde mir gedacht, boah, Alter, das ist schon hier an der Stelle eine dünne Personaldecke und der muss die ganze Zeit spielen und der wird die ganze Zeit rumexperimentiert. Dann hast du Geld auf der Bank, um dann diesen Transferwinter zu haben. Ich finde den, ehrlich gesagt, ein bisschen fahrlässig. Weil der wieder dir alles in den Sommer schiebt und du in der Gegenwart Dinge verzockst, wo du dann vielleicht von den Zukunftsinvestitionen gar nichts mehr hast, weil du gar kein stabiles Gebilde hast. Ich find's nervig und ich finde diese ganze Saison nervig, weil sie nicht schlecht ist, aber sie von vielen Konjunktiven, wir haben schon wieder eben das Wort Konjunktiv gehört. So, es ist wirklich die Saison der Konjunktive. Und ehrlich gesagt, weiß ich nicht. Konjunktive benutzen auch Leute, die hier sitzen und sagen, ah ja, ich habe ja auch mal studiert, ja, hätte das damals geklappt mit der Uni, dann hätte ich aber bla bla. Nein, du sitzt hier an der Bar so, und säufst dir einen rein. Du hast eben nicht studiert, auch wenn du hättest studieren können. Und die Eintracht hat es diese Saison verpasst, eine Saison wie der VfB Stuttgart zu spielen. Und dafür hätte es nicht viel gebraucht. Und ich glaube, dieses Gefühl ist das, was dafür sorgt, dass du denkst, dass ich denke, und dass du probierst, es auch ein bisschen in den positiven Spin zu bringen, zu Recht. Ja, so, aber irgendwie wird dieser Transferwinter und diese gesamte Transferpolitik für diese Saison nicht stringent. Und ich glaube, das muss man einsehen langsam, weil dann erklären sich vielleicht auch diese unerfüllten Erwartungen, die man gar nicht beschreiben kann. Fragen wir doch erstmal die Zuschauer, wie die den Transferwinter so bewerten. Bin ich mal sehr gespannt, weil ich finde, wir müssen das ganz anders aufrollen nochmal, diese Stürmersuche. Ich glaube, das ist ja schon ein echtes Thema, warum, wieso, weshalb. Und man sich vieles fragt. Der Plan A waren ja nicht Kalajdzic und Hugo Ekitike. Der Plan A waren ja offenbar Gift Orban und Durosinmi. Bei Durosinmi kam ja dann der Abstand, den man genommen hat, wegen auch dieser Knieverletzung bei Gift Orban, der dann auf einer doch für 13 Millionen zu Lyon durfte, wurden am Anfang Mondpreise aufgerufen von Genk, die sich da offenbar eher 25 bis 30 Millionen erhofft haben, weil die Eintracht das dicke Konto hat. Daraufhin wurde dann im November beim Länderspiel in Österreich von Deutschland, was ja verloren wurde, wurde der Kontakt verknüpft mit Kalajdzic, weil man einfach gesehen hat bei Wolverhampton, obwohl der sogar ein paar Tore gemacht hat, da könnte sich ein Türchen hin öffnen, was dann auch passiert ist. Ich finde schon, dass Kalajdzic ein Wintertransfer der Marke war, gut, weil ich fand auch, er hat eigentlich schnell funktioniert. Also ich fand jetzt auch, das war, und ich glaube sogar, wenn der jetzt durchfunktioniert hätte, dass man aus dieser Leihe auch einen Kauf gemacht hätte, wenn jetzt das Kreuzband nicht, und ich glaube, man hätte ihn zu finanzieren, aber da ist halt dieses kaputte Knie ganz einfach, diese Szene hat halt einfach zu so einer Kettenreaktion geführt,
mit in Verbindung mit dieser Verletzung von, nicht Verletzung, mit dieser Nicht-Fitness von Hugo Ekitike, dass jetzt halt auf einmal wieder die Elf spielen, die seit Sommer spielen. Das zeigt wiederum, dass das Sommertransferfenster eigentlich ein sehr gutes war, außer halt diese Stürmerfrage. Und diese fehlende Stürmerposition sorgt halt einfach dafür, dass, da hast du völlig recht, dass man dieses Problem jetzt auch wieder im Sommer irgendwo haben wird, weil es da ja auch wieder Fragezeichen gibt. Wie weit ist denn wirklich dann Matanovic? Wird er in der Vorbereitung als stark genug gesehen oder nicht? Und was auch zum Transferwinter gehört, ist natürlich die Geschichte Donny van de Beek, die natürlich diesen Transferwinter dann endgültig Abstriche gibt, weil gesagt wird, ja, warum hat man denn für das Zentrum einen Christian Jakic, der jetzt irgendwie in Augsburg funktioniert, abgegeben, um einen Donny van de Beek zu holen, der dir halt keinen Meter, so ehrlich muss man sein, bislang weitergeholfen hat. Lass uns mal bei van de Beek gleich gesondert drüber sprechen. Wir schließen mal diese Stürmergeschichte ab. Weil als du darüber gesprochen hast, ist mir auch klar geworden, im Endeffekt ist das die Überschrift der Saison. So, dass die Eintracht diese Sturmproblematik nicht in den Griff bekommen hat. Stürmer! 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 Stürmer Nummer 1! Stürmer! 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 Kein Stürmer! Kein Stürmer! Kein Stürmer! 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 Abschlussstürmer! Ja! 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 Und da sind die... Aus diesen und jeden Gründen halt. Genau, das meine ich. Also einmal im Sommer... Vielfältige Gründe, ja. Aus verständlichen Gründen sich in eine Rocky-Situation gebracht, das gut überspielt. Also die Umfunktionierung von Mamouche zu einem Neuner war ja super, hat super funktioniert. Dafür Chapeau einmal an Dino Topmöller. Hat ihn ja auch als Spieler weitergebracht, was wahrscheinlich nicht passiert wäre, wenn er die geplante zweite Spitze gewesen wäre, die vielleicht langsam reinkommt. Also aus Mamouche so einen kleinen Minisalat zu machen, ist ja auch aus der Not heraus passiert. Und er hat aus super einem Lindström-Ersatz sozusagen. Genau, es hat super funktioniert. Dann hattest du Zeit, hast dich vielleicht mit Kandidaten beschäftigt, wo es dann an einer anderen Stelle nicht geklappt hat. Dann leihst du Kalajdzic, bin ich bei dir. Ich habe es gefeiert, als er gekommen ist. Trotzdem habe ich so das Gefühl, dass man einen zu wenig hat. So, ich hab das Gefühl, Eintracht Frankfurt hat einen Stürmer zu wenig die ganze Zeit schon. So. Letzten Endes hättest du einfach... Weil im Endeffekt haben wir Boré und Alario abgegeben, haben zwei neue geholt und dann hast du theoretisch von der Personalstruktur her Moani immer noch nicht letzten ersetzt. Letzten Endes hättest du Anfang der Saison zumindest ein Ticken ins Risiko gehen müssen und hättest du für 15 Millionen oder so den Demirovic holen können mit der Option, dass er Stürmer Nummer 2 ist oder so, je nachdem, wie sich das entwickelt mit Moani. Und dann würden wir hier, glaube ich, über ganz andere Dinge reden. Da habe ich aber damals, so ehrlich muss ich auch sagen, hinterher ist man eh immer schlauer. Und B, habe ich im Sommer, als wir privat einmal drüber gesprochen haben, habe ich noch gesagt, was willst du mit dem? So, ne, also. Und ob der hier so funktioniert hätte, ja, weiß natürlich. Genau, und ob es dann so läuft oder nicht. Es ist wirklich gerade im Sturm irgendwie eine Hätte-Wäre-Wenn-Saison. Es ist eine Hätte-Wäre-Wenn-Saison, aber da kann man ja trotzdem Einfluss drauf nehmen. Und ich finde trotzdem, da haben wir vor zwei Wochen auch drüber gesprochen oder letzte Woche, man muss schon festhalten, es gab in dieser Saison viele Spiele, wo dann plötzlich die Eintracht ohne Stürmer in Leverkusen zum Beispiel spielt, wo Ansgar Knauf die zweite Spitze ist. Ja. Und all diese Dinge, die klingen für mich nach Saisons, wo du drei Stürmer verletzt hast. Aber das ist nicht der Fall, sondern du hast im Sommer einen verloren und im Winter hat sich einer verletzt. Ja. So, also das ist von der Personalsituation her keine Saison, wo du sagst, ah ja, da müssen wir uns jetzt da halt durchretten, weil zweieinhalb Stürmer sind verletzt und keine Ahnung, die Hölle ist zugefroren, wir haben richtig Pech. Sondern, dass du jetzt in diesen Schwierigkeiten bist, liegt auch daran, dass du selber das auf Kante genäht hast. So, du bist hattest bewusst. Kein Verletzungspech jetzt im exorbitanten Maße. Das meinte ich. Es ist jetzt nicht das Mega-Verletzungspech, weil sie hat schon, hier und da fällt mal einer aus, aber die Eintracht, wenn du auf die Saison rückblickst, wirst du nicht sagen, meine Güte. Das war eine Seuchensaison. Das war eine Seuchensaison, so was Verletzungen angeht. Keine Ahnung, damals bei Borussia Dortmund, Chapuisat und Riedle, beide Kreuzband. Man merkt, dass wir in letzter Zeit viele alte RAN-Videos zusammen schauen. Kurze Aufklärung an der Stelle, weil viele Fußball 2000-Fans gefragt haben. Stefan Reich und ich haben bei diesem Bild, was bei Instagram rumging, nicht den Elfmeter in Rostock gesehen, sondern einen völlig random Elfmeter gegen den VfL Bochum. 2:1 gegen Bochum im November. Aber das ist eine Frechheit, was das für ein klarer Elfmeter war. Tatsächlich. Also das werden wir auch nochmal aufklären und den Schiedsrichter ausfindig machen. Aber du hast eben Donny van de Beek angesprochen. Ja. Und ich finde, den könnte man tatsächlich auch mal nutzen, um über ihn nochmal einen eigenen Themenblock zu machen. Weil ich erinnere mich, dass wir beide an der alten Oper, und du warst auch dabei, in entspannter Atmosphäre im Papa Ensch gedacht haben, wie geil ist das? Donny fucking van de Beek kommt zur Eintracht Frankfurt. Was ist passiert mit der Eintracht, dass plötzlich solche Spieler hier aufschlagen? Ja, ja. Wenn wir ihn nur ein bisschen gießen, das ist wie so eine ganz teure Pflanze gewesen, wenn du denkst, ey, wenn wir die nur ein bisschen gießen, erstrahlt unser kompletter Garten. Mhm. Ja, ehrlich gesagt, ich sehe nicht mal einen Garten aktuell. Das Thema ist
das war ein Gamble und den Gamble hat man diesmal halt mal nicht gewonnen. Man hat gehofft wahrscheinlich, weil das jetzt oft in Frankfurt schon der Fall war, es da jetzt auch eine gewisse Historie gab, dass Spieler, die vielleicht in der Karriere gerade nicht auf dem Höhepunkt waren, dann in Frankfurt, nachdem sie gestrauchelt sind, wieder hochkamen. Aber ich glaube, Donny van de Beek kam hier nicht als Gestrauchelter an, sondern ich glaube, Donny van de Beek kam hier sogar schon als bei Manchester United vielleicht sogar endgültig Gefallener an. Also bei Donny van de Beek hatte ich auch dann, nachdem er verpflichtet wurde, mit dem einen oder anderen aus dem Umfeld von Manchester darüber einfach mal Gespräche, die sehr überrascht waren über diesen Transfer, dass die Eintracht das macht, weil sie auch das Gefühl hatten, dass er gar nicht so eigentlich das wäre, haben Außenstehende gedacht, was die Eintracht sucht. Und das, ich muss ehrlich sagen, diese Bedenken von dem, mit denen ich da gesprochen hatte, die kann ich inzwischen nachvollziehen, weil du einfach so das Gefühl hast, wenn er aufs Feld kommt, er probiert und macht. Also man kann ihm ja um Gottes Willen nicht vorwerfen, dass er nicht probiert und macht, sondern der grätscht ja sogar, der rennt ja, der probiert und tut, sich irgendwie da einzufügen. Aber du hast irgendwie jedes Mal das Gefühl, ob er jetzt 30 Minuten spielt oder 60 Minuten, wenn du nicht explizit auf ihn achtest, kommt nicht einmal so dieser Moment, wo du so denkst, wow. Also ich achte immer explizit auf ihn tatsächlich. Und ich finde schon, dass man... Ja, auch auf dich. Ja, ich weiß. Schon Wechsel. So, ne? Ja. Und ich habe schon das Gefühl, dass... Donny. Das ist Stefan Reich. Ich habe schon das Gefühl, dass man sehen kann, was der kann. So. Also man muss, du hast schon recht, man muss genau darauf achten. Aber ich finde, der hat Momente, wo er irgendwie sehr einfach spielt und so. Und ich weigere mich, ihn abzuschreiben tatsächlich. Ich bin vielleicht naiv und vielleicht finde ich diesen Transfer insgesamt auch einfach zu geil und er hält das aber eigentlich gar nicht ein irgendwie. Aber ich weigere mich, den abzuschreiben. Und ich glaube auch nicht, dass die Eintracht das schon gemacht hat. Also es ist schon so, dass er jetzt keine großen Fußstapfen hinterlassen hat. Der kam mit einer ähnlichen Story ja hierher wie Kalajdzic zum Beispiel. Ne? Also viel verletzt gewesen in den letzten Jahren. Ich glaube, Topmüller hat das mal hochgerechnet auf einer PK. Der hat in Summe 4 Spiele gemacht oder so. Also Netto-Spielzeit quasi in den letzten, keine Ahnung wie viele Jahren. Das dauert dann halt einfach ein bisschen, bis du wieder auf dem Level bist. Das kann sein, dass das nicht mehr passiert. Er hat natürlich auch in Frankfurt jetzt dann eine Position, wo irgendwie auch viel los ist, wenn alle am Start sind. Es ist jetzt nicht so, dass es eine absolute Dringlichkeit gegeben hat auf der Position. Ich würde aber sagen, dass es diese Dringlichkeit eventuell im Sommer gibt. Also wenn wir zum Beispiel darüber reden, dass, und das ist ja jetzt seit Jahren immer mal Thema, ob vielleicht Mario Götze sich nochmal verändern möchte oder so. Jetzt wird natürlich groß darüber geredet, ich weiß nicht, ob Krösche das meinte oder so, dass man dem Kader auch ein bisschen Erfahrung zuführen möchte. Weil dieses Gleichgewicht von Talenten und erfahrenen Leuten, das muss ja schon auch echt immer austariert sein. Und ja, du kannst ja nicht jetzt, wenn man auf den Kader der nächsten Saison guckt, da hast du irgendwie 15 Talente, wenn man so will, oder Leute im Talentealter. Da brauchst du auch Leute, die erfahren sind. Und eventuell kriegst du ja bis dorthin Donny van de Beek auf ein Level, wo du wieder ein bisschen Fantasie entwickeln kannst, auf welches, wie der dir helfen kann. Ne? Mit seiner Klasse, mit seiner Erfahrung und so weiter. Und die Schlagzeilen, die jetzt gemacht werden, aktuell, von wegen die Eintracht nimmt Abstand und eher nicht und so, da kann ich mir ganz gut vorstellen, dass das eher so ein bisschen von der Eintracht gestreut ist, um mal das Wasser zu testen in Manchester, ob da preislich noch was geht. Weil du hast ja schon 3 Millionen gezahlt für ihn, glaube ich, Leihgebühr. Und dann macht es natürlich einen Unterschied, ob du jetzt nochmal 10 Millionen hinlegst oder vielleicht nur 6 oder so. Also ich weigere mich, ihn abzuschreiben. Ich möchte auch einfach wirklich sehr, dass das funktioniert, weil ich ihn einfach als Spieler so geil finde. Diese Champions-League-Saison damals war so geil, der war so gut. Und das kann er nicht verlernt haben. Das muss ja irgendwo da noch sein. Und selbst wenn er nur die Hälfte von diesem Leistungslevel erreicht irgendwann wieder, kann der für Eintracht Frankfurt immer noch ein Gewinn sein. Ich weigere mich, ihn abzuschreiben. Und ich glaube sogar, oder ich erlaube mir, davon zu träumen, dass das auch so ein Götze-Ding wird. Dass der vielleicht natürlich nicht so geil ist wie damals in Dortmund, als er alles auseinandergenommen hat. So. Aber dass er trotzdem für Eintracht Frankfurt-Verhältnisse auf dem Level ist, wo er halt einfach krass ist für diesen Verein. Das würde ich mir wünschen. Und ich glaube tatsächlich, dass da bei der Eintracht irgendwie der eine oder andere in der verantwortlichen Position auch immer noch dran glaubt. Diese Wünsche teile ich zu 1000%, weil ich war genauso gehypt. Aber wir beide haben ziemlich früh auch schon über Donny van de Beek diskutiert, als du mir schon nach wenigen Spielen sagtest, boah, ich glaube nicht, dass die Eintracht den verpflichten wird, so was man so hört. Also so ein bisschen gehen, glaube ich, hier die Erwartungen, was van de Beek betrifft, auseinander. Du würdest dem jetzt wahrscheinlich entgegnen, dass die Eintracht den auf gar keinen Fall verpflichtet, oder? Ja, vor allem, weil... Oder bist du einer derjenigen, bei denen die Eintracht das streut? Also auf dem Papier steht ja jetzt erstmal 12 Millionen, müsste die Eintracht hinlegen. 10 bis 12 Millionen. Glaubst du, die Eintracht macht das? Nein, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Eintracht diese Summe hinlegt. Wegen der Summe oder van de Beek allgemein?
Sowohl als auch, glaube ich. Ich glaube tatsächlich nicht, dass Donny van de Beek bei der Eintracht seine Fußspuren hinterlässt, weil ich glaube auch nicht, dass sich Manchester United auf einmal auf, also ganz im Ernst, du hast, wie du richtig sagst, ungefähr Laie roundabout 3 Millionen jetzt schon hingelegt, also ganz im Ernst, da würde ich sagen, okay, für 2 bis 3 Millionen Euro Transfer würde ich das noch machen, aber keine 6 bis 7 Millionen. Also Donny van de Beek, muss man sagen, in der Verfassung, in der er sich, finde ich, ich finde, du musst ja irgendeine Fantasie sozusagen, muss ich irgendwie spüren, dass ich sage, ich gehe noch mal ran und arbeite ein bisschen an dieser Kaufoption, um den auch einen realistischen Preis runterzudrücken, der dann in, für mich ein Gesamtpaket, so wie ich Donny van de Beek ist, mit Leihe und Kaufoption sehe ich ihn in einem Gesamtpaket, 6 bis 8 Millionen würde ich realistisch im Gesamtpaket sehen. Das heißt, du müsstest Manchester mal mindestens, also von 12 auf circa 4-5 Millionen Euro runterhandeln. Ob das Manchester, die einen wirtschaftlichen Totalschaden verhindern wollen, machen würde, weiß ich nicht. Würde wahrscheinlich auch darauf ankommen, was andere machen. Aber die Frage ist natürlich auch, ist Van de Beek, du sprichst schon den Erfahrungsschatz richtigerweise an, aber traut man Van de Beek zu, diese Art der Erfahrung zu bringen, die man braucht? Also auch ein Leader dann zu werden. Also die nur Rode jetzt zu ersetzen durch einen Spieler, der 26, 27 ist, sage ich mal zum Beispiel, der ist ja nicht per se ein Leader. Sondern siehst du vielleicht den Van de Beek, bringt er vielleicht sogar was im Training oder in der Kabine, was ich nicht sehe. Wo mir aber glaubhaft erklärt werden kann, pass auf, der ist für die Chemie so wichtig. Und so, dann würde ich mich dafür nochmal... Also er ist zumindest relativ beliebt, das weiß ich schon. So, ne? wenn er zum Beispiel sowas ist und eine Führungsfigur, her, eine Führungsfigur. Und man das Gefühl hat, man kann damit auch eine Führungslücke sozusagen schließen, dann würde ich nochmal anders darüber reden. Aber ich habe das Gefühl, vom Gesamtpaket Donny van de Beek, glaube ich, wird man für einen festen Transfer, ist mein Gefühl aktuell, noch kein Wissen, aber das Gefühl, eher Abstand nehmen. Und ja, einfach. Das würde ich sehr, 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 sehr schade finden. Komplett. Weil für mich in dieser Erzählung von diesem Transfer dann auch Logiklücken sind. So, weil ich finde, Donny van de Beek, du hast die Story erzählt von der Spielzeit, von der Rocky-Zeit, die er hatte. Ich finde, dass man dann auch zu wenig Geduld mit der Pflanze hatte. Weil ich finde, Donny van de Beek, wenn man erwartet hat, dass der ein Soforthilfe ist, dann ist man da, glaube ich, mit falschen Erwartungen in den Transfer reingegangen. Gleichzeitig kommuniziert man aber über ihn wie einen Soforthilfetransfer. So, ja, wir haben jetzt hier keine Zeit, wir haben hier bla bla bla. Ja. Aber an anderer Stelle hast du diese Zeit ja scheinbar. Also ich glaube, dieselben Worte, wie über Van de Beek gesagt werden, von Bruno Topmüller zum Beispiel. Ja. Ja, wir haben jetzt hier keine Zeit, Spiele zu entwickeln oder zu warten. Die werden ja bei anderen Spielen andere Maßstäbe angesetzt. Also ich finde, Donny van de Beek wird in meinen Augen auch von der Öffentlichkeit ungerecht behandelt, weil das ist für mich auch einer, den ich eher zu Sommertransfers gezählt hätte, tatsächlich. Weil ich sage, okay, ich leih mir den aus, da soll ich mal reinkommen und wir probieren, den komplett wieder flott zu machen. Ja. Ich glaube, dass du viel mehr Effort in die Restaurierung von Donny van de Beek investieren müsstest, als ihm zu sagen, na, wir haben jetzt hier keine Zeit für dich. Ja, das gerade. Ärgert mich tatsächlich auch. Weil am Ende hat Donny van de Beek das Potenzial, was du schon angesprochen hast, und ich muss ja eine Idee gehabt haben mit dem Transfer. Und es kann doch keiner zu Hause gesessen haben und gesagt haben, ah ja, ja, der wird uns sofort helfen, auf einer Position, die wir eigentlich gar nicht brauchen. Sondern das ist im Endeffekt, die Tür ist aufgegangen, haben gesagt, ey, lass uns das ausprobieren. Aber wenn du das ausprobierst, dann probier's doch auch bitte richtig aus. Ja, oder kommunizier mir, warum nicht. Weil, nochmal, diese Erzählung hat Logikfehler. Donny van de Beek kann niemals als Soforthilfe eingeplant gewesen sein. Und gleichzeitig hast du kommunikativ keine Geduld mit ihm. Das ist genau das, was mich auch verstehe. Das ist tatsächlich auch das, was ich nicht verstehe. Als er nicht nominiert wurde für die Conference League, das fand ich an sich schon ein Ding, weil da war er gerade relativ kurz noch da so. Und das ist natürlich schon auch ein Signal, irgendwie, was du sendest. Da weiß ich nicht, ob das so clever war. Aber da hat Dino Töpmüller zum Beispiel relativ ausführlich drüber gesprochen, über auch den körperlichen Zustand und so. Und da ist das auch her mit diesen netto 4 Spiele gespielt und so. Und dann müsse man ihn in den Rhythmus bringen. Das waren, glaube ich, seine Worte. Und 4 Wochen später, 6 Wochen später auf der Pressekonferenz, sagt er ja, wurde er danach gefragt, ich weiß nicht, vielleicht sogar von dir oder so, ne? Ob wie es ist mit dem Rhythmus und Plan. Dann sagt er ja, nee, wir haben keine Zeit, Leute in den Rhythmus. Es ist nicht meine Aufgabe, Leute in den Rhythmus zu bringen. Darüber geschrieben, genau, dann auch. Genau, sondern aber das macht keinen Sinn. Genau, und dann denke ich auch, okay, nee, aber dann genau, du musst dann schon irgendwie dabei bleiben. So, ne? Also du musst schon eine Erzählung haben. Und du kannst ja auch nicht sagen, du kannst ja auch, also es geht ja auch beides. Natürlich musst du Spiele gewinnen und dann kannst du aber trotzdem kommunizieren, okay, aber er ist halt noch nicht so weit und wir müssen gucken, dass wir ihn dann... Aber wir freuen uns auf den Sommer mit ihm. Aber ich habe das Gefühl, diese Geschichte
ist dann halt mal eine unvollendete Geschichte. Also das kann natürlich sein. Das Gefühl kommt jetzt. Genau, die Frage ist natürlich auch, warum kommuniziert Topmüller so? Er hat ja dann an irgendeiner Stelle auch gesagt, er müsse sich dem Konkurrenzkampf stellen. Das ist ja was, das ist ja ein Klassiker an irgendwie Leute, die im Training einfach die Leistung nicht bringen. Und dann ist ja die Frage, okay, wie trainiert Donny van de Beek? Das sehen wir ja auch dann immer nur mal sporadisch, wenn wir dort sind oder so, aber ja auch nicht Tag für Tag. Wie ist die Leistung? Ist er vielleicht auch, keine Ahnung, malen wir uns ihn jetzt hier aus als den nächsten Mario Götze, aber er lässt es im Training schleifen oder was auch immer. Das habe ich noch nirgends gehört. Das würde ich jetzt nur exemplarisch mal sagen, das mal an der Stelle. Aber diese Art und Weise, wie man über ihn kommuniziert, fand ich, hat sich relativ deutlich verändert. Schärfer geworden. Ist schärfer geworden. Vielleicht will man ihn auch ein bisschen in die Pflicht nehmen dadurch. Einfach von wegen, Junge, du hast jetzt noch 2 Monate, jetzt zeig mal, weil das ist viel Geld, was wir investieren. Ich weiß halt nicht, ob er der Typ dafür ist. Genau. Ich glaube, wenn ich ihn sehe, wie er so wirkt, wie er schaut, dann sieht es schon nicht wie jemand aus, der jetzt gerade vor 10 Minuten eine Gartenparty organisiert hat und sich freut, dass alle seine Freunde kommen, sondern der sieht eher so aus wie ich, wenn ich durchs Nordland laufe, so ein bisschen nachdenklich, ein bisschen ja, ich traurig, glaube, das trifft aber so gut. So ein bisschen so nachdenklicher, sensibler. Introvertierter. Ja. So. Wo ich mir denke, ey, das hat mit Ebimbe schon merkwürdige Züge angenommen in der Hinrunde, die immer diese ständige situative Kommunikation über einzelne Spieler, auch in der Öffentlichkeit. Red doch mit dem selber und sag ihm diese Geschichten und erzähl's mir nicht in der Öffentlichkeit. Und ganz ehrlich, wenn man denkt, dass man Donny van de Beek nach dieser Zeit, die er hatte, nach dieser wirklich wilden Zeit, von diesem absoluten High, wie du es beschrieben hast, bei Ajax, diese Mannschaft, also es ist ja wahnsinnig, darüber kann man ja Netflix-Dokus machen, in diese graue Zeit bei Manchester United, wo auch der Druck war, wo auch wirklich aufgrund seiner Ablösesumme viel, viel Dreck auf ihm abgeladen wurde. Wenn man wirklich denkt, dass man den jetzt mit harter Hand dazu bringt, Leistung zu bringen, dann kann man sie nicht alle haben. Das tut mir wirklich leid. Ja, ich weiß nicht, ob wir das vielleicht überinterpretieren, wenn er sowas sagt auf einer Pressekonferenz. Wir machen dieses Format ausschließlich zur Überinterpretation. Überinterpretation 2000. Erstmal fragen wir die Community. Unsere Community. Wie seht ihr denn Donny van de Beek? Glaubt ihr, der hat noch eine Zukunft hier bei der Eintracht? Oder sagt ihr auch schon, der Daumen ist gesenkt? Ich glaube, die holen ihn im Sommer. Und dann wird er mit einer Saison noch mit Mario Götze gemeinsam im Frankfurter Mittelfeld dafür sorgen, dass die Eintracht Meister wird. Und dann gucken wir mal. Und jetzt machen wir die Traumblasen mal wieder. Nein, also mir tut erstmal, der kam hier natürlich auch nochmal sehr ehrgeizig an. Der weiß natürlich auch, hier bei Eintracht Frankfurt, wenn er hier jetzt auch noch struggelt, dann weiß er auch, dass sozusagen die Karriere, was größere Vereine und sowas angeht, erstmal, also das kommt ja auch noch dazu. Ja, das ist ja für ihn, der kommt aus 3,5 Jahren England nach Frankfurt, jetzt mal ein bisschen ruhigeres Umfeld und merkt dann doch aber auch recht schnell, wie das hier dann auch so mit der Erwartungshaltung an Spieler, nicht nur von den Fans, sondern auch von Verantwortlichen inzwischen ist. Also das hat sich hier halt auch geändert und vielleicht war bei Donny van de Beek ja die ganze Kommunikation von Beginn an nicht die glücklichste, das muss man dann auch sagen. Vielleicht der Plan mit ihm, positionstechnisch gesehen, zu sagen, ey, wir warten auf diesen ersten Wintertransfer und denken, ja, welcher Stürmer wird es denn sein? Und dann kommt, Donny van de Beek, noch ein Mittelfeldspieler. Ja, aber trotzdem kommt halt dieser klangvolle Name hier irgendwie an und durch diese jüngere Historie hat man sich das irgendwie schon irgendwie zusammenreimen können, wie der nochmal funktionieren könnte. Und ich glaube, jetzt kommt es, das jetzt nochmal kommunikativ einzuholen, also auf einmal sozusagen die Angelrute reinzufahren und zu sagen, okay, der war jetzt doch erst dafür gedacht, dass wir den ein halbes Jahr aufbauen, um dann im Sommer die Geschichte richtig mit ihm zu schreiben. Ich glaube, das wird auch kommunikativ jetzt unfassbar schwierig, nachdem natürlich auch der Trainer schon gesagt hat, er steht jetzt im ganz normalen Konkurrenzkampf gegen Götze und Co. Und da ich ja auch nicht von dem Mega-Umbruch ausgehe, wie wir ja letzte Woche da im Zentrum gesehen haben, glaube ich auch nicht, dass da jetzt 10.000 Türchen im Sommer für ihn aufgehen, wo er da auf einmal den festen Platz haben könnte. Was so ein Spieler für dieses Volumen bei Frankfurt haben müsste, den kannst du ja nicht als Backup behalten. Das ist halt ein guter Punkt, das stimmt. Ja, also wenn du ihn behältst, dann musst du auch die Fantasie haben, zu sagen, okay, dann ist der ein zentraler Spieler bei uns in der ersten Elf. Ich glaube tatsächlich, und da an dem Punkt muss er dann Transfer- und Gehaltsvolumen ist tatsächlich dann wahrscheinlich Pflicht, dass er Stammspieler ist. Ja. Also ich glaube, dass du für einen Ergänzungsspieler nicht dieses Paket als Eintracht Frankfurt schnüren kannst. Ich traue es ihm aber nach wie vor zu. Ich traue es ihm auch nach wie vor zu. Deswegen hier die letzte Message. Donny, Junge, gib ihn hier auf. Kann einer von euch holländisch?
Donny! Donny! Mach doch! Helf dich nicht auf! Helf dich nicht auf! Lass ein Like da! Passend einfach, dass Holland morgen gegen Deutschland spielt. Stimmt. So gehen wir aus der Sendung raus, connecten die Dots. Komm, Donny, bring it on! Ciao, ciao! Wollt ihr sehen, wie wir Torhymnen erraten müssen? Oder Spielszenen erkennen? Strichmännchen malen müssen? Oder Elfmeterschießen à la Christopher Michel machen müssen, dann schaltet nochmal rein in unser Fußball 2000 Quiz. Hier geht's weiter, da wird reingeschaut und ratet doch mal ein bisschen mit, wo welche Torhymne am Laufen ist.